Ja. So, scheint loszugehen. So hier. Ja, ich connecte mal schnell. Okay. Also die erste Runde fängt anscheinend schon an. Inri gegen B2 Gaming. Ja, W6 kommt vielleicht später auch noch dazu. Er hat irgendwie immer technische Probleme. Okay. Aber er ist schon seit 20 Minuten nicht gekommen, daher. So, keine Knife-Round zum ersten Runden, jetzt kommt gleich mal Pistol-Round. R-Rush. Ja, das sieht dann gut durch den Smoke. Gelegt ist die Bombe, das ist sehr gut. Aber was ich jetzt noch gar nicht gesehen habe, das ist ja eigentlich eine angelehnte alte Map. Ja, genau, das Und so ist die erste die Runde. 1.6 angelehnte Train Map. Ich halte es nicht aus. Also ich dachte mir schon, warum muss ich eine Map runterladen, wenn ich sie eigentlich habe? Ist sicher auch einfacher, Trainingspartner für die Map zu finden. Okay, also schauen wir mal ganz kurz durch, was da jetzt wirklich anders ist. Im Gegensatz zu der Public Map. Auf jeden Fall der Bombspot ist da komplett anders. Schaut aus wie früher, aber die Bombplatz war früher da, oder? Auf der rechten Seite. Naja, schauen wir nachher weiter. Jetzt ist Scheiß KG vor. Box. Und holt gleich einen. Er macht's elegant, nur Pistole und er braucht da nichts. Aber eigentlich geschickt gemacht, mit der Pistole sich opfern zu gehen. Und alle haben es gefressen, den Köder. Siehst du das Spiel jetzt auch schon? Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, das zu finden, zu connecten. Okay. Vielleicht kannst du mir auch ganz kurz erklären, bei Zuschauern, wie kann ich dann die IP eingeben? In der Konsole? Okay, ich sehe in der Konsole nur Errors. Ja, Schön. das musst du einfach löschen und connecten und die IP-Adresse. Dann bauen sie die zweite Runde echt schön. Schaut sehr solide aus. Mit zwei Terror-Runden auf Dust, also auf Dust of Jane ist das schon mal ganz angenehm. So, da gibt es auch nicht diesen Seitenraum. Der Bombenplatz. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie er ausgeschaut hat früher. Aber ich glaube, hier hat Das man finde ich gut, weil eigentlich ich kann mich, unten ich durchschauen kenne den neuen können. noch nicht so. Du kennst das Neue nicht so, oder wie? Nee. Okay. Ich bin ja eigentlich, komme ja eigentlich von 1.6. Ah, Darum perfekt. vielleicht Ja, läuft er 1.6 habe ich. ganz gut heute. Das passt echt perfekt. Der 1.6 ist schon so lange her bei mir. Sehr schön vom Fetzer. Wow, ich hole sehr solide die Runden. Ja, ich habe eigentlich sofort zu Source gewechselt damals, weil ich schon die Nase voll gehabt habe. Ja, ich habe Source ausgelassen eigentlich und habe Ja. jetzt bei letzten Abend mit Indri gespielt, CSGO. Und fange jetzt Ja, gerade wieder an. Mache wohl auch das zweite Team von Indri. ja. Okay. Wir sind gerade am Planen. Ja, von 1.6 auf Go ist nicht so weit, oder? Nein, nicht wirklich. Und die Maps holen sie euch auch schon her, damit ihr euch alle wohlfühlt. Genau. Ja, yes, sie will einen fischen, aber sie haben doch auch, ja, es ist eigentlich ein Hybrid, wie man sieht. Da anscheinend schon her. Also diesen anderen Sniperplatz gab es damals noch nicht, oder? Den Soviel ich weiß, auf der nicht, CD-Mitte. nein. Nein, gell? Jetzt trifft sich der Esser gleich. Box. B2 Gaming deckt die Mitte auch ganz gut, muss ich sagen, von oben. Ja, das ist Hat schöne eh. Übersicht. Aber jetzt wird A gerusht.
Okay, das haben sie gut defended. Wie schön, holt nochmal einen raus, schön. Ja, da stellen sie echt Bomben fest, stehen die da. Haben die zwei Arbeit gerade gehabt, oder? Ich sehe nur eine. Ah, also ja, na, sie hatten doch oben auf der CD-Mitte und wie nennt sich das eigentlich, Grundlinie? Das haben sie ja auch eine Stelle gehabt, oder? Ja, also jetzt wird es auf jeden Fall sehr schwer, dass da noch reinkommen wieder. Also zum Starter-Spot ist schon... Das ist ja interessant, die ersten paar Runden waren halt natürlich durch die erste Runde entschieden. Ja, klar. Oi. Versuchen sie wahrscheinlich noch auf Bären rauszuholen. Oder zumindest von A welche abzuziehen, weil es ist echt schwer, da durch die Deckung da durchzukommen auf A. Na, auf A hat es schon zurückgezogen. Verschiebt jetzt auf A. Und innen versucht es dann doch vielleicht auf B. Ja, weil hier auch schön am Spot noch zwei sind. Ja. Jetzt wird wieder zurück verschoben. Vor allem jetzt werden sie sofort reagieren wahrscheinlich. Ja, verschiebt schon einer. Ja. Oh, der Babo nimmt mir schon einen raus. Wow, war auch noch hübsch. Ja. Ja, jetzt werden sie wahrscheinlich mal sparen müssen, denke ich mal. Ja. Schauen, ob sie noch jemanden rausholen jetzt. Autosniper haben sie auch schon umgelagert, die Gegner. Fitu Gaming spielt mit Autosniper auf B. Ja, ist auch ganz stark in dem Spiel, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, wichtig wäre halt jetzt zumindest eine oder zwei Waffen mitzunehmen, wenn schon nicht geplantet wird. Ja, ist auch gar nicht so einfach eigentlich. Ja, Plexe wollte schauen. Könnte vielleicht Bob Dog einen holen versuchen. Ja, das ist doch das Ziel. Sehr schön. Ja, vielleicht geht was mit der Waffe, ja. Sind sie schön über Pop da runter und haben sie den Breakfast rausgenommen, aber Schenk nimmt ja zwei raus. Oh! Ein Karma mit der AWP, visuell. Wie sprichst du denn? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Ja, Namen ohne Selbstlaute sind ein harter Brocken. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie er sich selber nennen will eigentlich. Oder heißt er auch Peter Kainz und hat sich abgekürzt? So? Ja, das könnte auch sein. Oh, er nimmt da schön noch einen raus. Ja, dann nehmen wir einfach Peter, oder? Schon low. Ja. Peter mit 24 HP, zumindest die M4 gesaved. Peter mit einem Headshot, HTM4, die schöne blaue. Hm. Ja, aber eigentlich sollten sie fast einkaufen, oder? Sonst. Ja, Peter. Ich kaufe mir alle AK in M4. Ich sehe auch schön Flashes und HEs. Also, das wird sehr interessant werden. Ja, man müsste eigentlich, weiß nicht, also viel, kann wahrscheinlich wesentlich mehr mit Smokes arbeiten oder so, denke ich. Wenn man A zu Smoke, dass man da besser raufkommt. Mhm. Ist auch ganz wichtig im Spiel. Ja. Aber ich denke, wenn man jetzt Mitte und Bob Dog und KG vielleicht gleichzeitig angreift. Zumindest ist der Bob Dog offen. Aber das muss man mal wissen. Das weiß man ja nicht. Also, naja, das Problem bei Popdog ist halt immer nicht. Die kann halt immer sehr schnell verschieben. Also, weißt du, kann natürlich eine schöne Überraschung werden, aber
Die von B verschieben dann schon sehr schnell rüber, muss ich sagen. Also können dann auch über CT gehen und auch dann sicher aus der Ferne schießen. Achtung auf Rex aufpassen jetzt. Hallo, Ich Blue. denke, der wird in die Falle reinfallen jetzt. Hallo, Crazy, wir casten gerade Spiel. Inri gegen B2 Gaming. Ja, ist jetzt schon weg. Sehr gut. Ja, Schenk steht Hexe geht bombenfest. vor und holt sich den ersten. Aber ah, wird schon sehr gut gedeckt. Ich muss doch sagen, ist auch eine sehr schwierige Map für Terror. Ja, Vor so die allem, erste. was ich merke, normalerweise hast du ja schon einen sehr, sehr guten Plan davon, wie du jetzt als T agierst. Und ich merke schon, ich weiß nicht, ob sie sich sehr gut vorbereitet haben darauf, aber es sieht eigentlich nicht so aus, als hätten sie jetzt einen Grundplan, wie man jetzt einen Spot rusht, sozusagen, obwohl jetzt wird irgendwie Ja. hier gerusht. Ja, ist eine Sparrunde. Es ist halt echt schwer, wenn du Sparrunde mal. ist es. Ja, da holst halt die erste Runde und dann die Zeitpflichtrunden danach. Und danach wird es dann halt echt schwer, wenn man mal dagegen läuft und gewarnt. Man lässt sich dann doch verunsichern, wenn man mal, ja, die Klatsche danach bekommt. Ja, hoffentlich erholen sie sich davon wieder. Ist halt auch, glaube ich, auch schwer, dass du genau diese Map dann auch als PCW-Gegner, also der Gegner findest dafür. Zum Trainieren. Halt auch ein bisschen anders. Ich glaube, so viel ich weiß, haben sie heute schon ein paar gemacht, ein paar CVs, aber müssen sich, glaube ich, auch erstmal auf diese Map orientieren. Die meisten werden es durchaus auch schon an 6 kennen. Ja, ist echt schwer. Ein paar Runden noch. Ein paar Runden wären noch fein zum Seitenwechsel. Ich habe gestern mit Grexer geredet und so. Er meinte auch, sie freuen sich eigentlich schon und also gerade die alten Trains zu spielen. Und so viel ich mitbekommen habe, geht es halt vor allem darum, wie gut man mit der AWP ist als CT. Das merkt man auch hier bei B2 Gaming mit den Snipers, kann man schon sehr gut defenden. Ja, also auf der Map glaube ich auch, dass man mindestens eine gute AWP auf jeden Fall braucht. Zumindest, dass man darauf zurückgreifen kann, wenn man sie braucht, aber wenn man Mitte und Grundlinie eine hinstellt. Ja, das spielen eigentlich nur mit einem Sniper. Maximal eine Autosniper noch dazu, die du Gaming. Ja, jetzt auch wieder Autosniper und normale Sniper. Aber die Autosniper scheint echt auf so Spots wie auf dem B-Spot eigentlich recht gut zu sein. Einfach draufhalten. Ja. Das steht jetzt eh auch wieder auf kurz. Ja, das funktioniert einfach. Das war jetzt auch wieder hier eine Eco-Runde. Ein Stolz, der hat gekauft. Ja. Kriegst du jetzt ein Glück über Popdog? Ah, das geht direkt vor Popdog. Holt noch einen zweiten raus. Nicht schlecht. Und einen dritten, ui. Und der vierte kommt jetzt hinten nach nochmal. Die Granate zur Begrüßung. Ja, Breakfast hat schon ein sehr solides Aim, das sieht man schon ganz gut. Ja, Stresst sich auch jetzt nicht beim Schießen oder so. Lässt sich auch gut Zeit. ist halt doch auch schon eine ganz gute Spielklasse eigentlich jetzt die Gegner hier. Ja, ich weiß gar nicht, wie jetzt hier die zwei Clans gegeneinander stehen Ja, vom Skill her.
Auf der Tabelle glaube ich sehr ähnlich, aber generell sind jetzt auch die nächsten Gegner ziemlich starke Spieler. Man merkt es dann auch eigentlich, wenn man in der mittleren Klasse jetzt hier spielt. Die können schon was. Das ist ja abgefahren. Also Snipe wäre schon sehr stark, der hat jetzt hier beide Spieler schon runtergeschossen. Ja, und den ersten. Und der AI dann runter, genau, weil er hat den ja eben schon angeschossen, war auch schon sehr low. Das ist halt schon das Problem, also hier waren halt jetzt beide am Spot und der dritte hätte halt schon noch mitkommen sollen. Ah, sehr guter Versuch, aber jetzt eigentlich auf Ninja durchzugehen. Wäre sich fast ausgegangen noch. Ja, RP90 hat man auch noch nicht so oft gesehen auf der Train Map auf der alten, oder? Ja, ist like, aber auch hier, RP90 ist halt immer sehr gut in engen Räumen und also engen Gängen, sag ich mal, und auf Nahkampf sozusagen. Hier auf Train eher nicht so. Ja, in dem Fall wäre es gegangen hier auf die Distanz. Aber der Train würde es ja auch nicht unbedingt bevorzugen. KG vielleicht, wenn man KG deckt als CD. Mhm. Also, Slashes und Smokes sind schon sehr gut positioniert, muss ich sagen, bitte game. Die kennen die Map wohl schon sehr gut. Naja, vielleicht sind das hier alte 1-6er, wer weiß. Oh. Schöner Header. Ja, man darf aber auch nicht außer Acht lassen, es ist doch eine CD-Map eigentlich. Also, wer weiß, wie gut die Inri-Burschen dann nachher stehen. Ja, wie gesagt, ist halt eine, schon eine CT-Map. Bin schon gespannt, wie sie dann selbst mit dem Sniper gehen werden. Ja. Ich weiß auch, dass sie auch sehr gute Sniper haben. Ja, die Runde ist auch schon gelaufen. Eieiei. 9 zu 3, 10 zu 3 jetzt. Ja, noch einmal kaufen. Ja, was macht man da jetzt echt? So ein solider B-Rush ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Von Haus aus steht da eigentlich nur, ja, jetzt stehen sie wieder zu zweit dort. Wahrscheinlich auch erahnt. Oh, ja, das ist mal den Buchen, ne? Ja. Ja, dafür der Refrag, das ist auch okay. Also, das Sniper steht noch. Ja. Jetzt müssen sie halt verschieben. Aber sie gehen jetzt schon aufs Spot drauf. Schön einen rausgenommen, Tox. Wow, der Sniper nicht schlecht. Die Autosniper steht so stark. Wird jetzt gelegt, wird gelegt. Jawohl. Ja, ist aber noch machbar jetzt. Wow, das ist einfach sehr, sehr schnell. Ja. Schenke ist ein Wahnsinn heute. Der hat auf jeden Fall einen sehr guten Tag. Ist das, glaubst du, sein eigenes Profilbild oder ist das irgendein Spieler? Das dachte ich mir auch, er schaut da irgendwie, weiß ich nicht. Wie heißt der nochmal? Er schaut ein bisschen nach Wayne Rooney aus und genau, machen das. Da habe ich auch gedacht. Aber das ist ja hier bei den Briten, das kann ja schnell mal passieren, was der aussieht. Das stimmt, ja.
2 gegen 4, okay. 3 gegen 1. Around the World of B vielleicht. Ja, wäre möglich, wenn ja. Es schnell ist, aber... Das ist nicht da darf man sich gar keine Zeit lassen, vor allem, weil ja, der Gegner denkt sich ja auch, ja, was ist jetzt dann hier, wenn 10 Sekunden nichts passiert, wird sofort verschoben, wir sehen auch schon, ist schon einer verschoben. Ja, es ist schon einer drüben. Auf der anderen Seite, schnell kann man auch nicht gehen, weil dann hören sie das sofort und verschieben dann auch, also... Man könnte nur doppelt faken. so die richtigen Mindgames rauspacken. Muss man eh, wenn man in der Unterzahl ist, muss man sich auch ein bisschen was trauen. Und also hier auf B langsam nach vorne gehen ist halt immer ganz gefährlich. Also ja. Die wissen halt jetzt schon seit 14 Runden, dass ihr, also 14 Runden, aber sagen wir mal seit 10 Runden, dass ihr immer eigentlich die Autosniper steht und da kannst du da oben nicht langsam rauskommen, das darfst du nicht machen. Jo, es ist jetzt gleich instant den nächsten an. Bin noch restartet, denke ich, ja, man muss ja ready up machen auch noch. Ja, natürlich. Ja, es ist schwierig, das jetzt hier noch zu gewinnen, ist wirklich hart. Wir müssen jetzt wirklich eigentlich jede Runde holen, weil das schon zwei Runden mal weggehen, geht schnell mal. Ja, vor allem ist jetzt die erste Runde bombenfest und also wirklich, wirklich wichtig. Wenn man die Pistol Round verkackt, dann ja. Dann ist schon sehr ein Wunder. Wayne Rooney geht vor und. Nein. Er wird gedoxt. Ja, der Visual Connected wohl noch. Ja, man will ja wohl nicht wissen, was er jetzt gerade macht in der Pause. Nein. Er wollte ihn messen. Ja, das hat man auch nicht oft gesehen. Achso, sehen wir erst. Na, die Bombe. Ist nicht einfach als Terrorister. Aber die ersten Runden haben richtig schön ausgeschaut, nur dann. Ja. Dafür hat Greg seine schöne bunte Waffe. Das ist das Wichtigste. Weil ich halt irgendwie. Weil ich halt gemerkt habe, sie sind halt oft als T Mitte raus. Und was ich aber gar nicht gesehen habe, war irgendwie Snipers. Ne? Also die hatten selbst keine Snipers. Ja, Dox hat ab und zu Sniper Mitte gespielt und es ist da echt, glaube ich, wirklich schwer, in der Mitte jemanden rauszufischen. Als Terror hast du recht wenig Übersicht und er kann da oben auch noch stehen zusätzlich und vielleicht Bob auch noch, also Mitte rausschauen. Ja, man muss das halt kombinieren mit deinem Kameraden. Also du musst halt dann kurz vorschauen. Wenn du was hörst oder wenn Granaten fliegen, musst du halt einschätzen können, wo ist das. Ja. Und soviel ich weiß, was bei INRE, ist ja ein neues Team quasi, neu zusammengestellt. Und was halt immer wichtig ist, ist halt einfach jemand, der halt auch viel ansagt. Also der halt das Spiel auch irgendwie die Übersicht behält. Und das sollte dann auch halt immer der sein, der halt dann auch Positionen abcheckt, vorschaut und so. Das wäre echt interessant, wie sich das gerade anhört da drinnen in DS. Ich habe gestern mit Greg ein bisschen gesprochen und er meinte, das fehlt halt noch ein bisschen, aber es wird sich wohl dann einfach irgendwann entwickeln. Das ist ja meistens so, dass man will dann ja auch nicht irgendwie jetzt so die Position übernehmen des Leaders oder sozusagen, aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Es geht eigentlich immer nur darum, damit alle anderen halt auch einen besseren Überblick haben. Weil wenn du jemanden nicht hörst, dann wäre es halt nett, wenn du halt sonst weißt, wo er ist. Ne? Aber es funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wenn man sich halt schon viel besser darauf einstellen kann. Auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wo er ist. Ja, schon klar. Naja. Ich weiß gar nicht, wer hauptsächlich ansagt eigentlich. Ich glaube auch gar nicht, dass sie so einen typischen Spotter oder irgendetwas in der Art haben. Mhm. Eher nur so Taktikansagen aus ihrem Playbook vorlesen oder so, Kapitel 3. Kapitel 3 B-Rush. Also innere Strategiebuch. Kapitel 5. Headshots Deluxe. Aim for the head. So, jetzt geht's los hier. Wieder Zeit. Dann wünschen wir mal viel Glück, würde ich mal sagen. Ja, das wird ein ganz harter Brock.
Kraken. So. Wichtig ist halt auch, dass man sich halt niemals dadurch beeinflussen lässt, hier, wenn die ersten Runden, also wenn die erste Seite nicht so gut läuft. Und das ist halt schon immer schwierig, weil es halt, sieht halt scheiße aus, ne? 3-12. Fuck, was machen wir jetzt? Ja, da muss man sich fast beeinflussen lassen, weil die Runde kann man jetzt nicht herschenken. Das ist sicher die wichtigste Runde vom ganzen Spiel. Aber... Ich bin nicht gerusht. Wechseln dann raus. Ah, da wird gut geschossen, muss ich sagen. Der Schenk ist schon stark. Hat noch von hinten hier die Hit gemacht. Ja. Der verlorene Pistol Round. Jetzt werden sie. Ich glaube, dass sie vielleicht irgendwas. Okay. Sie machen die B250 mit Kevlar Runde. Dafür kaufen sie. Müssen jetzt irgendwie holen, ne? Es scheint aber so, als würden die Gegner damit rechnen eigentlich, weil AK und Galil und in die Richtung Einkauf in der zweiten Runde machst eigentlich nicht sehr häufig. Die haben auch schon gut Ahnung von dem Spiel. Ja, die wissen ganz genau, dass so eine Standard-Pistol-Kevlar-Runde kommt. Sehr schön von Foxy. Einer geht noch. Der letzte steht. Im Bockblock. Ja, feine Sparrunde eigentlich, kann man nichts sagen. Die Waffen sind genau auf die andere Seite gewandert. Nicht schlecht, da gucke ich einmal nicht hin, weil ich eingeschrieben werde und dann. Ja, die Runde haben es gut geholt, ja. Ja, hat sich echt auszahlt. Irgendwie, ja, die Gegner haben ihn gekauft, aber hat nicht funktioniert. Ja, vielleicht sollte ich öfters in Windows wechseln. Ja, dann, ciao. Ja, mit der B90 von Grexer kann sich eigentlich nur noch verstecken damit. Das hat eine Bemalung. Ja, da sind wir nicht mal mehr am Popo tätowieren, sowas. Naja. Oh, Schneider. Noch ein zweiter hier. Sind wir wahrscheinlich auch noch. Nice. Ja. Der Sünder kommt jetzt auch noch mal raus. Habt ihr gehört? Ja, sehr schön. Tops. Ja, sehr fein. Geht ja noch was. 5, 13. Wir werden jetzt noch einmal Bedu wird noch mal sparen müssen wahrscheinlich. Ich denke, sie werden auch wäre ja. Klüger, das zu machen. Auf haben jeden Fall. Einige Runden vor sich. Man kann sich vielleicht sogar fast überlegen, noch mal so lange zu sparen, bis man das Bonusgeld kriegt und dann mal loskracht. Ja, dann hätten sie zumindest zusammen gespart und müssen nachher nicht mehr sparen. Mhm. Ja. Ich bin schon Mitte raus, sehr schnell zu sparen. Wow, schön. Ja, das ist halt. Das hätte er hier Inri eigentlich auch öfters machen sollen. Es geht nämlich schon auch schnell, wenn er draußen. Schön rausgenommen. Ja, wie schön. Boah, das mit Ganze. Dem letzten Schuss noch ein Header. Der Sünder hat das ja okay. Wow, sehr schön. Und? Die Granate dann nicht. 21 KP wieder... und. Nein! Es gibt es doch nicht. Er hat ihn erwischt. Fast. Das habe ich jetzt gerade gedacht, fast, dass jetzt Grexer stirbt und. Also Michel dann, oh ja, aufhört zu diffusen. Ah, sie hat ja voll eingekauft, ne? Also die Sparrunde war schon ganz okay, weil Kammer kann sich jetzt eine IP leisten und bin gespannt, was sie jetzt machen wird damit, ob er Mitte schaut oder... Ja, jetzt schauen wir uns mal Docs an, genau, mit der Awe. Das Awe-Duell in der Mitte. Bam. Ja, dann nimmt er ihn raus. Ja, sehr schön. Ja, dann merkt man schon, der hat zum Bock. Das ging sehr schnell. Da muss man echt sehr flott sein. Vor allem das machen, muss man öfters machen, dass man genau weiß, wo das Fadenkreuz hingehört.
Wenn du das echt nicht oft trainierst. Als ich halt auch gemerkt habe, der Unterschied zu 1-6, du kannst halt auch schon quasi rüberziehen und dann noch schießen, das geht sehr gut in dem Spiel. Also du siehst das Fahrenkreuz eigentlich nicht mehr auf dem Gegner, aber du kriegst ihn halt trotzdem, wenn du es abschätzt. Ja. Das ist sehr stark an der Alpine. Das sind der, oder wie? Das sind der, ja. Also sie spielen auch sehr gut, kann man gar nicht sagen. Ja. Also man merkt auch, sie haben sich nicht einschüchtern lassen, die erste Seite. 7 zu 13 ist alles drin. Alles ist drin. Ja. Ganz gut soweit. Ja, Sparrunde. Ja, deine Pflichtrunde. Kriegst du Mist? Zweimal schon. Jetzt muss er sich fast zurückziehen, ja. Jetzt kommt schon der erste vor. Uiuiui. Ja. Es war einmal zu viel geguckt. Ja, ich bin im KG drauf. Er schleicht aber schön vor. Sie trauen sich trotzdem nicht. Ja, jetzt wird top gut gedeckt. Drei Leute hier auf B. Top Top 2, jetzt zwei schon raus. Die Bombe scheint zu alleine hier, ne, auf A. Ja, und die Bombe schiebt der anscheinend Beta. Auf A. Der Beta, genau. Der Beta steht aber noch nicht gut. Jetzt kann er ihn holen, wenn er eisern bleibt. Eisern bleiben, eisern bleiben. Leider ein bisschen zu spät. One on three. Oh, der AW-Spieler bekommt ein AW geschenkt. Das freut den Karma. Ja, 20 Sekunden, das ist eigentlich ist das nicht mehr machbar. Nein. Ein Box kann er vielleicht noch rausholen. Sollten sich jetzt in eine sichere Position bringen. Ja, wenn man so hört. Wow. Jetzt nicht mehr hier. Ja. Ja. Den richtigen Spieler noch eine AW geschenkt für die nächste Runde. Ja. Das könnte dann vielleicht auch spielentscheidend sein. Das spart sich jetzt natürlich auch schon. Ja. Spart sich gar nicht Geld. Auf der anderen Seite hätte er sie gekaufen müssen, wäre es gar nicht ausgegangen wahrscheinlich. Hat sie nicht mal mit der Duell wieder Kevlar auf, gekauft. Ja. Ja, er ist einfach extrem schnell und gut. Also er hat es gesehen, er hat da einfach rübergezogen. Ja. Mhm. Er kann das schon sehr gut. Wir sind ja noch nichts vorbei. Nicht schlecht. Oje. Ja, Peter mit dem Double Kill. Legt die Bombe näher, legt sie nicht. Er weiß ganz genau, dass wir schon mal. Ui. Ui, ui, jetzt ist es echt, echt. One-on-one wird jetzt hart. Es wird gelegt. Aber wenn ich es ihm zutraue, dann Visual. Hoppi galoppi. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, da hat er die Nerven. Da hat er die Nerven. 1913! Könnte gar nicht besser laufen. Ich bin gespannt, ob es hier nochmal eine knappe Partie wird. Es ist alles machbar. Ja. Was war es? 3 zu 12, oder? Genau. Ja. Ja, die Runde ist jetzt extrem wichtig wieder, weil dann können wir uns vielleicht eine Sparrunde wieder erzwingen. Aber halt mit an.
Adox reagiert schon und steht nicht dort. Das ist gefährlich. Ja, die Arbeit geht ganz dreist auf den Zug vor. Aber keiner bemerkt ihn. Aber jetzt hat ihn, glaube ich, schon gehört. Ja. Bischel weiß es doch. Oi, oi, oi. Och nein! War ein Millimeter neben dem Head. Oh, mit der Karte ist nämlich bitter. Oh nein, ich sag's ungern, aber wenn wir wem die Schuld geben können. Nein, natürlich nein. Nicht. Ja, jeder Stimme gibt natürlich alles. Ja, logisch. Aber das war jetzt sehr, sehr bitter. Sehr schön von Peter. Peter holt's einfach. Aber jetzt alleine gegen drei wird's sehr, sehr eng werden. Ja, 9:14. Ist noch nichts verloren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Geld genug haben. Ja, nicht jeder kann sich eine Waffe leisten, glaube ich. Sieht so aus wie Tox. Ja, eigentlich muss man sich eine Waffe leisten. Wie schon sollte eigentlich ja, legen. Doch. Oh ja doch, ja. Dass man vielleicht auch ein bisschen offensiver wieder deckt, dadurch, dass die Mitte jetzt aufgemacht haben. Ich glaube, da arbeiten die damit, dass jetzt Mitte schön raus können. Wieder die gleiche Taktik. Der Kramer freut sich natürlich, ne, dass es keine, ja. keine gegnerische AWP gibt und er hier schön agieren kann. Fast schon im Alleingang. Und er trifft auch echt nicht schlecht. Hat auch noch immer 100 HP. Ja, ich habe da jetzt schon drei Runden schön frei rumlaufen gesehen. Also. Er trennt sich auch immer gut vom Rest des Teams. Wodurch er auch nicht angenommen wird, dass er hier in der Mitte raus ist und so. Ja, mit der Mitte raus hat er eigentlich eh angefangen, seitdem die Mitte frei worden ist. Skaltiert er einfach auf dem Zug oben herum und keiner rechnet damit anscheinend. Eieiei. Ja, unauffällig ist, wenn man es auffällig macht halt. Ja. So, auf Draw. Bumpgun. Na dann, Peter, zeig uns, was du kannst. Peter Keins. Ich würde lachen, wenn das ein Volltreffer war. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht. Aber es passt gut, es passt gut. Sehr schön von den Fox, sehr schön. Deagle. Er könnte noch mal gut was reißen mit der Waffe. 2 gegen 4. 100 HP im Kevlar und Diffuse gibt. Vielleicht jetzt noch mal spannend hier. Ah, jetzt wird auf A geplantet. Uiuiui. Schade. Ja. Das war's wohl. Das war's, aber auch, muss ich sagen, noch ein spannendes Spiel gewesen am Schluss.